Moo. La. Grüß Gott allerseits zum letzten finalen Teil von Super Mario Galaxy. Zwar letztes Mal beim Mario Marathon habt ihr ja gesehen, ich habe das hier auf Null gebracht. Ich muss jetzt nochmal den End machen. Und dann folgt noch eine klitzekleine Überraschung, die ich euch zeigen möchte. Gut. Dann gehen wir zum Zentrum des Universums. Das ist im Prinzip das gleiche Finale letztes Mal auch, als ich 60 Sterne hatte. Aber egal, ich finde es immer wieder schön, das letzte Level. Dann kann man auch nachher vergleichen, wie ich es beim ersten Mal und beim letzten Mal gemacht habe. Wie gesagt, anschließend dürfte es noch eine kleine Überraschung geben. Deshalb habe ich auch diesen finalen Teil hier gemacht. Da ist einfach auch wirklich das Finale. Es ist was ein Observatorium oder was? Scheiß drauf, auf jeden Fall ist ein Raumschiff und fliegt zum Zentrum des Universums. Ja, schön ein paar Schiffchen kaputt machen. Schlösschen fliegen. Ach, ein UFO ist auch noch da, schön. Über das Schloss gelangst du an einen fremden Ort. Du hast mir nicht vorzuschreiben, was ich zu tun habe, du blöde Tussel. Ach, aber die schönen Wege, ja, da können wir mal langlaufen. Gut. Da dürfte jetzt eigentlich auch markiert sein, der schöne Stern. Genau, so weiß ich den eigentlich schon ab. Das Schicksal des Universums. Lustig. Theoretisch hätte man es sich auch aufheben können, diesen letzten Stern zu holen, bis man jetzt eben zu diesem Punkt gekommen ist. Das andere war eben für die Kurzzeitspieler, die sich dann nicht die Mühe machen, alle Sterne zu holen. Wir haben jetzt definitiv alle Sterne. Ach, und schöne Musik. So richtig bedrohlich und doch irgendwo aufmunternd und entschlossen. Und irgendwie laber ich gerade nur noch Scheiße. Aber egal. Das ist der letzte Teil, da darf ich ein bisschen Scheiße labern. Ich habe bei Lego City zum Beispiel nicht, dass es mein letzter Teil sein wird. Hier weiß ich es jetzt. Damit wird es das zweite Let's Play sein, was ich jemals beendet habe. Rein da! Wuhu! Wuhu! Das ist fast zu weit. So, Geduld, Geduld, jetzt rennen. Das nenne ich mal einen schönen Ausflug. Ui. Oh, Geduld. Ah. So. Läuft wie geschmiert. Ich glaube, das eine Level mit dem riesigen Kometen hat mir ein bisschen Übung verschafft. Was das schnelle Rennen angeht. Nämlich da auf Feuereruption. So, jetzt hier wieder ein bisschen Geduld. So. Fast zu weit. Passt. Komm, jetzt gehen wir einfach hier drauf. Mist! Da versucht man es einmal in einem flüssigen Run durchzumachen, aber wenigstens darf ich jetzt da wieder ansetzen, oder auch nicht. Drecksäcke! Jetzt muss ich jetzt aber den ganzen Weg machen. Scheiß drauf! Jetzt gehen wir Risiko! Wenn der blöde Sand nicht gewesen wäre. Das hätte so ein schöner Durchlauf sein können. Zwar immer noch kein Speedrun. Kann ich einfach nicht. Das sind andere Leute eher geschaffen wie ich.
für. Aber zumindest mal relativ flüssig. Oh. Vom Thema flüssig hier reden. So, jetzt aber. Hui. 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 Jetzt war doch kein Problem. Wo war der Grund für den Verrecker? Na egal. Laufen wir hier durch und scheiß auf den Pilz. Oh. Okay, na gut, einen Treffer kann man auch mal einstecken. Na gut, dann marschieren wir hier mal durch. Hier, das sollen wir mal eine Münze freilegen. Oh, da ist keine Münze. Drecksack. Nein! Wow! Oh. Der hat die Scheiße nachgegeben. Deshalb konnte ich nicht springen, weil ich in der Luft war. So, jetzt warten wir hier ganz kurz. Wieder! Oh, die Plattformen geben alle nach. Ui, ui! Aber soweit geht's doch ganz gut bisher. Weiter. So, jetzt kommt erstmal Riesenkugel-Willi. Tut mir eh nicht weh. So. Das könnte dumm gewesen sein. Bitte, bitte, bitte. Ja, sie haben mich nicht im Visier. Gott sei Dank. So. Passt. Jetzt wird's heikel. Jetzt kommt mehr als einer. Oh. Da, da, da! Oh, Scheiße! Münze, 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 Münze! Ich brauche eine Münze! So, passt. Mehr Münzen. So. Und dann kann ich da hoch. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon fast beim Endgegner, oder? Ja, fast. Fast. Hahaha, wo suchst du denn? Prinzessin Peach ist hier drüben. Ja, toll. Da hat sie auf mich gewartet. Und die warten jetzt auch. Ha, die sind so gut wie Peach. Ja, wenigstens schießen, das sorgen wir ein bisschen für Unterhaltung. Das nehmen wir mal mit. Kann man vielleicht gebrauchen. Extra Leben brauchen wir nicht. Den machen wir in einer Tour fertig. So optimistisch bin ich jetzt mal. Die Zeit ist gekommen. Der große Königsstern, der Kern meines neuen Universums sein wird, nähert sich seiner Vollendung. Sieh genau hin. Meine Güte, so eine Lava-Welt habe ich ja noch nie gesehen. Obwohl, eigentlich schon. Egal. Mit diesem Stern im Zentrum werde ich zusammen mit Peach mein 10.000 Jahre währendes... Alter, weißt du, wie die mit 60 Jahren aussieht? Kollege. Großes Galaxie-Imperium errichten. Und mein Imperium wird sich wieder wuchten im ganzen Universum einbringen. Kopfkino aus. Kopfkino aus. Das heißt, Mario, du musst zuerst aus dem Weg geräumt werden. Das verstehst du doch, oder? Warte, bis er 100... Ah, das reicht schon, bis er selbst 60 ist. Wenn er so wieder rumhüpft, kennt man noch von Skispringern. Brauchen auch neue Hüften. Oder halt, ne, Fußballer waren's. Dann kann der Mario auch nicht mehr so hüpfen. Na egal. Bitten wir uns ernsteren Themen zu. Wir müssen irgendwie den Kollegen hier fertig machen. Und zwar so. Da hat er schon einen Panzer und dann muss er noch Felsen um sich sammeln, damit er mich platt rollen kann. So. Läuft doch wie geschmiert. Erster Planet geschafft.
Oh, da war scheiße. Oh, er hat mich nicht getroffen. Wie das? Egal. Zack. Ist am besten gleich hier irgendwo in einem Felsen. Das war scheiße. Wenn man sich extra hinter dem Ding versteckt und dann nicht rechtzeitig schießt. Oh Mann! Nein, es kommt von der Seite. Oh, Lex. Wo kommt's hier wieder von der Seite? Jetzt passt's. So. Schuss! Nein! Noch ein. Jetzt passt's. Passt. So. Finale Grandi. Wobei, das können wir ja von den ersten Begegnungen schon. Mir fehlt gerade, dass mir total die Bosskämpfe gefehlt haben. Ich merke gerade, besser gesagt. So, komm her. Komm her! Bowsy! Passt! Huha! Huha! Komm, spring! Passt. Jetzt müssen wir noch dreimal treffen. Eins. Zwei. Und drei. Voll aufs Kinn, ne? Und er wird bewusstlos. Und fällt in die Lava. Oh ne, erstmal verglüht er noch. Ja, jetzt. Jetzt fällt er in die Lava. Das wird ja auch keinen Spaß machen. Da, ta, 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 ta. Ta, ta. Geschafft. Ja, er ist durchsichtig, weil ich ihn ja schon habe. Toll. Bleibt durchsichtig, egal was ich mache. Großer Stern erhalten! Juhu! Wie gut! Glaub ich. Jetzt, ja, machen wir es richtig. Schauen wir uns das mal an. Oh, jetzt ist er doch hell. Ah. Wobei es ja auch vorab gefilmte Sequenz. Hatte nichts mit dem Spiel zu tun. Mann, er hat sie gefangen. Juhu, jetzt sind wir am Anfang vom Level, schön. Und alles zerbricht, aber halt, nee, ist ein anderer Planet. War der erste Level, auf dem wir gekämpft haben. Und irgendwie ist er auf dem jetzt gelandet. Taumelt, taumelt. Oh. Oh. Mein Königstern, mein Kosmos, ja. Er schrumpft, ja. Was passiert natürlich, wenn ein Stamm zugrunde geht? Natürlich. Es bildet sich ein schwarzes Loch. So typisch. Oder ja, was heißt typisch? Das ist irgendwie...
Sonst hält man sie im Spiel an nichts, aber nee, bei sowas, da hält man sie an die Realität. Ja, schwarzes Loch entsteht, ja, alles tot. Ja. Jetzt kommen die ganzen kleinen Lumas. Oder retten den Tag. Sieht zumindest aus. Hey, so sieht's auch aus, wenn ich das Wasser aus meiner Badewanne rauslasse. Oh, ja, ich weiß, heute bin ich sehr lustig. Und Rosalina ist ganz groß. Ja. Ganz ehrlich, Leute, das erspare ich euch jetzt. Sternbaby wurde geboren. Ja, 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 sicherlich der eins. Ne? Galaxie werden, ja. Wo ist eigentlich Peach? Wenn das nicht eines Sterns verblasst, zerbrisst er zu zum Sternstaub. Wenn man sammelt und so weiter. Kreis des Lebens, Circle of Life, ja. Der ewige Kreis. So, ja. Weißer Bildschirm, toll. War jetzt bestimmt eine Ladesequenz. So, und da liegt er. Finde ich grafisch eigentlich immer noch richtig geil. Für das, dass es nur Wii ist. Schloss ist wieder da, wo es hingehört. Alle freuen sich. Hey, da ist ja sogar ein Bowser-Schiff. Mit Bowsers Flagge. Bowser Junior freut sich, die Gegner freuen sich. So, Kürbis-Gumbas tanzen mit Toads. Irgendwie sind jetzt alle glücklich. Also Bowser hat nie unbedingt die schönsten, besten Gefolgsleute. Und Bowser sind auch da. Na, was machst denn du da? Na, ja, ich war halt hier mal so. Ich lag hier bei... Ich konnte hier bei dem Gras gut schlafen. Gesagt, das ist mit Sternenstaub ein neues Leben weitergegeben. Schön. Ja. Welcome! Welcome, New Galaxy! Der Sprecher von Mario ist jetzt, glaube ich, auch schon. Wie alt ist der? 60? Man bedenkt, wie lange der schon Mario sprechen muss. Ja, wir sind hier wieder beim Abspann. Ich hoffe, ich kann den Abspann jetzt ein bisschen überspringen. Wenn nicht, dann werde ich euch das hier ein bisschen zusammenschneiden. Weil ich bin jetzt gerade alles Mögliche am Drücken. Finde ich zwar schön, aber nee. Abspann, ja. Wohl eigentlich kann ich auch ein endgültiges Fazit ziehen. Dann gebe ich euch den Abspann doch noch. Da müsst ihr jetzt dran glauben. Ja. Ja, nee. Wie gesagt, mein zweites Let's Play, das vorbei ist. Das ich jetzt endlich beende, wenn ich bedenke, wann ich damit angefangen habe. Das war irgendwann Ende letztes Jahr. Habe jetzt tatsächlich ein ganzes Jahr für gebraucht. War es nicht sogar Mitte letztes Jahr? Eher Mitte, weil ich habe ja wirklich ganz lang
eine Pause gemacht. Seitdem ist auch ganz viel passiert. Aber gut. Die letzten Sterne sind gesammelt. Was jetzt noch käme, vor dem kleinen Special, was ich jetzt gleich auch noch zeige. Man könnte jetzt das ganze Spiel noch mit Luigi durchspielen. Deshalb auch diese andere Welt in grün geschrieben. Wenn man jetzt lustig wäre, könnte man als Luigi dort reingehen. Was sie leider dann weggelassen haben in den Levels, wo Luigi auftaucht. Da hast du quasi einen Zwillingsbruder, also ein zweiter Luigi dort zu sehen. Kein Mario, der um Hilfe ruft, das konnten sie Mario ja nicht antun. Dass Mario so schwach ist und um Hilfe ruft. Deshalb begegnet man quasi dem jetzigen Luigi wieder und spielt als Luigi durch. Ist auch ein bisschen herausfordernder, weil sich Luigi nicht ganz so genau steuern lässt wie Mario. Weil der immer nicht direkt stehen bleibt, so wie Mario, sondern weil er dann immer noch ein bisschen rutscht. Dadurch ist man gezwungen, ihn ein bisschen mehr in Bewegung zu halten. Sieht man jetzt sogar links oben. Also da muss man durch. Und dann kann man mit Luigi natürlich auch noch die 121 Sterne sammeln. Damit habe ich auch schon eine kleine Andeutung gemacht, was jetzt gleich noch folgt. Ja. Jetzt würde ich eigentlich doch gerne das Intro oder Outro oder den Abspann besser gesagt überspringen. Kann ich immer noch nicht. Da müsst ihr jetzt halt durch. Mein Gott. Was soll ich machen? Hab keinen Bock, das jetzt zu schneiden. Das ist ein schönes Finale. Genießt es. 22 Minuten läuft das Video jetzt schon. Ich weiß auch gar nicht, ich kann eigentlich gar nicht zu den anderen Projekten hier erzählen, weil das kann ich ja auch mal so genau datieren. Das hier ist jetzt am 9. Dezember aufgenommen. Ja. War noch voll im alten Jahr drin, beziehungsweise wir sind noch gar nicht im neuen, wenn das hier kommt, glaube ich. Glaube ich zumindest, ja. So, jetzt hört sich so an, wie wenn wir uns dem Ende nähern. Jo, sieht für mich definitiv danach aus. All rights including copyrights of games, you know. Thank you so much for playing my game. Ja, bitte, bitte. Mach's einem auch nicht immer leicht, hey. So. Und jetzt? Und jetzt? Hatten wir es letztes Mal auch schon? Hatten wir es letztes Mal schon? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist neu. Ja, bitte, bitte. Ich werde auch in Zukunft von euch den Stern aus. Auch in Zukunft von den Stern aus über euch wachen, so. Meine, das ist neu. Alter, da hätten wir ja fast nur noch gucken können. Ach, das war ihr Häuschen. Hä? Jetzt ist sie durchgelaufen? Was? Und jetzt mit dem Schiffchen weg, oder wie? Ja. Husch. Hier? Ah, ist der kleine Luma. Tschüss. Und nun? Super Luigi Galaxy! Genau, du kannst jetzt mit Luigi spielen, wie angekündigt. Könnten wir jetzt, machen wir aber nicht.
Jetzt speichern wir das Ganze erstmal. Und gönnen uns noch das kleine Extra. Damit wir auch wirklich alle Sterne gesammelt haben. So, jetzt muss ich nur gucken. Hier kann ich wechseln zwischen ja, Mario und Luigi auf meinem Speicherstand. Gehen aber nochmal zu Mario. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt Scheiße geredet habe. Ich glaube, ich habe Scheiße gelabert. Ausgerät am Ende vom letzten Teil. Könnte jetzt natürlich sein, dass... Ja, ich kann hier nichts machen. Normalerweise wäre das jetzt, glaube ich, hier vorne. Irgendwie, aber ich kann es nicht machen. Vielleicht muss ich da auch mit Luigi alle Sterne sammeln. Das kann sein, weil dann kann man nochmal da zur Erde, da wo dieses Festival ist, da wo das Intro war, man kann sich dort den ominösen 121. Stern holen. Dann überspringen wir das hier mal. Ich zeig's euch jetzt auf jeden Fall noch. Also, da lasse ich mich nicht lumpen. Da entlasse ich euch nicht so einfach. Aber das ist Live-Aufnahme, ja, da kann man nichts machen. So, hier. Ich hoffe, da kann man jetzt rein. Das war mein allererster Spielstand. So, hier müssten wir irgendwo runter können. Frage ist jetzt nur, wo. Nee, da will ich nicht hin. Dann nochmal, wo konnte man nochmal das hin? Konnte man das irgendwie übers Schiff? Da gab's noch ein extra Leben. Na gut, kurze Pause. So, wieder da. Schlau wie ich bin, habe ich gerade das Internet bemüht. Also, Luigi muss wirklich alle Sterne noch mit Luigi machen. Und dann muss man auf den Challenge-Planeten und dann auf dessen Rückseite taucht noch ein zusätzlicher kleiner Luma auf. Willst du reisen? Reiseziel, großes Finale, Galaxie. Genau. Verstanden. Also wie gesagt, mit Luigi muss man auch nochmal alle 120 sammeln, bevor man hier hin kann. Willkommen zum Sternenstaubfest. Damit haben wir auch unser großes Finale hier letztendlich. Unser großes Finale Galaxie bedeutet, es endet alles da, wo alles angefangen hat.
Nämlich, hier ging's los, hier war der Überfall oder was auch immer und hier mussten wir loslegen. Kann man eigentlich auch rausgucken? Lass mich mal gucken, lass mich mal gucken. Oh, schön. Ne, da ist nichts. Und so muss man hier jetzt einfach 100 Münzen sammeln. 100 lila Münzen, unsere Lieblingsbeschäftigung. Natürlich zum Abschluss ja auch nochmal. Aber es ist ja jetzt hier kein Problem mehr. Man kann sich hier noch ein bisschen umschauen, kann hier noch ein bisschen die Gegend erkunden. Aber großartig machen kann man hier nichts mehr. Das ist eigentlich nur noch so ein kleines, stylisches Finale. Wo im Prinzip alle Freunde aus dem Spiel nochmal versammelt sind. Aber hier ist, glaube ich, sonst nichts mehr, ne? Man kann da jetzt leider auch nicht drüber springen, einfach in den Fluss. Oh, da ist noch einer von Schilddingens. Hey, ich bin Schildhilf. Ja, Menschen haben schon tolle Sachen. Ich bin halt durch. Ja, vor allem Arme. So. Hier wird noch weiter gesammelt. Jetzt sind wir im Hof. Mario, hörte das an. Wir haben so gute Arbeit geleistet, dass wir vom Suchtrupp zur Leibgarde befördert werden. Mit dir als Leibgardenanführer wird niemand auch nur seine Finger an Prinzessin Peach legen können. Boah, sei es Bowser oder Boo, es soll noch kommen. Ja, toll. Dir als Leibgarde. Das bringt's aber. Kann ich ja theoretisch sterben? Lass mich mal ausprobieren. Kann ich da verbrennen? Oh ja! Also theoretisch, wer super intelligent ist, der kann auch im letzten Level nochmal sterben. Die Münze ist fies versteckt. Na komm. So. Die Häschen sind auch nochmal alle da der Reihe nach. Und dann haben wir hier Stern Nummer 121. Und ein Brief. Mario, ein Glückwunschbrief ist für dich angekommen. Nimmst du ihn an? Das nehmen wir an. Ja, natürlich. Ich habe einen Brief an die Wii Pinwand geschickt, das wohl darin steht. Du darfst gespannt sein. Ach Gott, dann müssen wir jetzt auch noch gleich zur Pinwand gehen. Hier kann man sonst leider nichts mehr machen. War noch schön Mario 64, dass man da rum konnte. Man kann leider auch nicht ins Schloss reingehen, weil es guckt. Unsichtbare Wand. Ist doch geil, oder? Da haben die sich so viel Mühe gegeben und bauen im letzten, wirklich allerletzten Moment noch eine unsichtbare Wand ein. Das ist, ja, Weltklasse. Wirklich Weltklasse. Gut. Dann haben wir jetzt auch schon 21 gesehen. Dann machen wir das Ganze jetzt auch noch perfekt. Wo wir wirklich den allerletzten Abschluss gesehen haben. Gehen wir jetzt hier aus dem Spiel raus. Dann sage ich jetzt schon mal vielen, vielen Dank für die Leute, die sich das Let's Play von mir angetan haben hier. Und dann gehen wir jetzt hier an die Wii-Pin-Wand. Und dann an Mario, danke, dass du so weit gespielt hast. Nein, wirklich echt toll. Du kannst stolz auf dich sein. Die versammelte Super Mario Galaxy Crew. Warte mal, da ist noch ein Foto dabei. Tschüss. Ja gut. Dann sage ich, macht's gut und bis zum nächsten Mal bei anderen Serien. Ciao.